So, meine Freunde, ne? Nidalee Midlane mit Dark Harvest, ne? Wer kennt's nicht? Schön. Wird wahrscheinlich komplett quer und Kant geboostet sein. Aber ist egal. Die Idee dahinter möchte ich euch gerne erläutern. Wir gehen back to the roots, ja? Ich weiß ja nicht, wie viele von euch das noch kennen. Aber Nidalee damals, Season 0, hat einen Speer geworfen und hat dir 800 HP abgezogen. 8000 HP. Ein Speer und dein Leben war weg. Der Speer war auch 3000 Kilometer breiter, also als das Ding hier. Das sieht aus wie ein Zahnstocher. Die Idee ist auf jeden Fall, ich möchte einen Speer werfen mit Gathering, ultra viel AP und der Dark Harvest Proc. Und das Leben des Gegners sollte gelöscht werden. Ne? Das ist die Idee. Ist wahrscheinlich super todesbad, weil wir auch 0 Stacks bekommen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen, um 150 Stacks zusammenzukriegen. Aber okay. So, wir spielen gegen Veigar, mein Lieblingsgegner. Meinen absoluten Lieblingsgegner. Die Frage, die wir uns natürlich jetzt erstmal stellen, ist: Kann ich irgendwie einen Speer in der Laning Phase landen? Nee, können wir nicht. danke, LukeXN, für den Sub. Vielen, vielen Dank. Grazie. Grande! Oh. Also, das war unfair. Da hat er sich wirklich unfair hinter versteckt. Das zählt nicht. Der hat eigentlich getroffen. Nee. Ich glaube, die kann man wirklich nicht treffen in der Mitte. Das ist nicht viable, Leute. So, W ist Springen, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich spiele zu selten. Nidalee. Eigentlich spiele ich sie nie. Wen haben die im Jungle? Das Ding ist ja, aktuell gehen ja alle mit Level 2 Midlane. Deswegen müssen wir jetzt kurz aufpassen, ja? Jetzt! Ja. Naja. Und da sind meine ersten Dark Harvest Stacks, Leute. Die Idee muss sein, Dark Harvest Seele einsammeln, Auto-Tag, Dark Harvest Seele einsammeln, Auto-Tag. Das ist die Combo. Und Auto-Tag, Auto-Tag. Sprung. Schön. Ja, bin halb tot. Schön. So, da ist unsere erste Kanone. Die nehmen wir. Sehr gut. Seele ist da. Auto-Tag. Geiler Proc. Richtig, richtig geiler Proc. Jetzt nehmen wir noch die E mit, falls wir doch mal irgendwann in den Speer landen sollten. Frage ist wie, vielleicht muss ich einfach so Sniper-Main-mäßig aus der Seite speeren. Huah! Ja, okay. Seele, Auto-Tag. Seele, Auto-Tag. Ha! Oh, diese erotische Energie, spürt ihr sie? Ah! Na gut. War wohl nur Glück. Aber irgendwie kostet das kein Mana. Also ich werfe hier 300 Speere und trotzdem volles Mana. Also fast. Finde ich echt gut. Ich hätte vielleicht noch einen Mana-Fluss mitnehmen sollen. Das wäre was gewesen. Ich glaube, wenn wir einen Speer treffen, ist er tatsächlich tot. Jetzt, no joke, Leute. No joke. Die Frage ist nur, wie. Der wäre tot. Aber er steht halt 3 Kilometer hinten in Ungarn-Danien. Wir machen jetzt eine Mechanik, Leute. Okay. Wir können auch, passt auf, ich zeige euch, wie man Nidalee spielt. Ja, man geht erstmal ganz weit weg. Und dann geht er auch weg. Ist nicht sein Ernst. Bro! Aber er bricht ab, das ist gut. Das ist gut. Wir dürfen ihn nicht zu sehr pressuren. Kein Druck. Ja, das ist gut. Solange er bleibt, jetzt muss ich schnell durchpushen. So, Hadaka, was ist da? Ja, nimm sie dir. Nimm sie dir. Komm, nimm sie dir. Na! Oh, Rippo Grande. Das war komisch. Das war, ja, ich meine, ich musste EQ machen. Es war einmal. Ja, RIP. Vielen Dank an Killerfrit, Kill in 3-2-1 und auch nur in 2. Ja, leider kein Kill, aber. Der Wille war da. Wir haben es versucht, Leute. Na, wir haben es versucht. So spielen wir Nidalee, ja. Wir gehen shoppen. Hallo, Stefan. Frage ist, was kaufen wir? Ich würde sagen, Ludens. AP. Viel AP. Ja, ein bisschen Mana wäre aber auch nicht schlecht für mehr Speere. Nee, Mana ist Fakt. So. Ja, wir kaufen, komm, pass auf, Leute, wir gehen in den Hidden Ninja Konoha Bild mit dem Feenamulett. Ja. So. Schön. Schön.
Du bist am Freitag auf der Gamescom. Ich weiß noch nicht genau, welche Tage ich da bin. Das muss ich dann noch sagen und gucken. So. Also da werde ich auch noch was zu callen. Wir haben beide kein Flash mehr. Das ist genau das, was ich wollte. Genau diese Situation. Die Flashlosigkeit und zwei Kanonen. Speer. Ja, naja. Jetzt nehmen wir uns die Seelen hier mit. Lecker, schön, saftig. Problem ist, wir könnten natürlich auch roam. Wir sind die Roaming-Machine, Leute. Ne, man kennt mich unter dem Namen Roaming. Sexy Roaming Machine 81.000. Frage ist, wo ist Vega hin? Das ist die Frage. Trinke wiedermals wie damals. Zappalotti. So. Roaming Machine geht auf die Botlane. Ich weiß halt nicht, wo Vega ist, Alter. Machen die Dragon oder so? Okay, let's go. Wir heilen uns noch mal kurz, bevor da was in die Trousers geht. Ne, wir kennen ja, wie das immer läuft. Ne, ich muss in der anderen Form zuerst Gau machen. Ja, nehme ich an. Nehme ich ziemlich sehr an, sogar. Also, mir fällt nur ein Wort dazu ein. Leute, Leute, das sind Free Kills. Leute! Und Doppel-. Hä, noch ein Hä? Hä? Leute, hallo, mach mal hier deinen Sonnenscheinwerfschild da drauf. No, oh no. Hier ist ein Trap. Wenn er da durchläuft, dann würde ich da sogar drauf springen. Bitte lauf nicht da. No! Lauf! Ah, okay, war mal ein bisschen zu lange. Bisschen zu lange. Bisschen zu lange. So, wir brauchen auf jeden Fall Trousers. Schuhe meine ich. Oder? Ja. Schuhe sind wichtig. Ich bin am überlegen, ob wir direkt auf Magic Penetrationsschuhe gehen. Ja, machen wir. Wer schneller läuft, ist schneller da. Und wer schneller läuft, ist schneller beim Kill. Außerdem in den Command gibt es bei mir noch leider nicht. Vielleicht sollte ich mir das bei dir abschauen. Wobei ich auch ziemlich viel Inte tatsächlich. Daxi wäre cool, ja. Das ist richtig. Na, 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 na. Boah! Da, da, da. So, einmal hier durchge. Mit Swipers. Ne, wie heißen die hier? Swiffers? Ne, der swipe doch hier. Swiper ist es doch nicht. Bro, geh mal weg jetzt hier. So, wir gehen direkt wieder auf die Botlane. Wir haben nämlich noch ein Bill offen. Eine Rechnung offen. To have open a bill. Eine Rechnung offen haben. So. Ich glaube, die haben auch keine Vision. Naja, die Leona muss nur einen geilen Engage machen. Den richtig, richtig zu früh. Aber das sieht trotzdem aus, als hätte ich da Bock drauf. Ah! Spring, 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 spring! Wieso springe ich nicht? Oh, nö. Also wieso bin ich nicht in Springreichweite? Das wollte ich sagen. Leona ist zu früh. Ich kann dich heilen. Bro, ich brauche deinen Medic. Stay, 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 bro! Bro! Wieso bin ich eigentlich hier unten? Alter, die sind ja schon wieder voll leer live, Alter. Was ist denn hier los? Dann gehen wir wieder in die Mitte. Was hat der arme Bill mit Rechnung zu tun? Ja, der arme Bill ist dafür da, die Rechnung gegen zu quittieren. Das Gute ist, dass der Vega komplett boostet ist und ich mir die Waves immer so vorbereite, dass ich hier die schön abfarmen kann. Na, ich verliere keine CS, nicht viel. Geh in die Mitte. Und hab wieder alles am Start hier. Schön. Richtig, richtig schön. Warte, der stirbt nicht. So, wir sind direkt wieder auf dem Weg zur Botlane. Ich glaube... Ja, da sehe ich mich. Ich bin unterwegs. Mama mia. Here I go. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Banana, 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 Coco. Banana, 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 Coco. Coconut, Coconutwurf. Renn, spring, flieg, 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 renn, spring, no, ich dachte, ich überlebe. Ich dachte, ich überlebe. Ich habe mich wirklich am Leben gesehen für einen Moment. Kacke. Aber ist okay. Nee, okay ist es nicht, aber es ist okay. Hit the minion, he would have survived. Bro, er hat mich halten. No, er hatte seine Schildsticks ready. Bro, Mr. Trump! Mr. Trump! Oh no! Bro! Weißt du, ich kämpfe um mein Leben und sie lässt mich einfach sterben. Welche Körpergröße trägst du? 75B.
Na, 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 immerhin kriegen wir noch die Seele hier. Botlane einfach nur verlassen. Der Seelenverpfändungsparagraf kommt nie zur Anwendung. Oder wir gehen direkt wieder zur Botlane. Naja, Leona ist nicht da. Ja, aber Botlane, da sehe ich mich. Die muss nur mal einen Spear treffen. Ein amerikanisches Spear, dann könnte ich nehmen. Also eine Dings treffen. Ich. Was nennst du zivilisiert? Bro! Nein! Der Druck ist zu hoch, der Adrenalinausstoß. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, Banana Coco! Renn! Spring! Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich lebe. Ja, und jetzt können wir wieder dick farmen hier im Business. Bitte nicht feeden. Das Ding ist, der ultet mich und ich sterbe. So läuft das doch. Nicht mal ein Assist bekommen. Ne? Nicht mal ein Assist bekommen. Das ist meine Kanone. Verpisst euch. Wieso kriegt eigentlich die den Stack und nicht ich? Warum? Ich meine, werde ich nicht. Ich hab weniger AP und so. Warum, warum, warum? Wir gehen erstmal AP kaufen. Boah, wenn ich. Na! Later. Windows Sound, ja, das kommt auch von dem Lied. Also dein Ender. Ich weiß gar nicht, was die alle in der Mitte wollen. Die sollen wieder nach unten gehen. Ja, wie soll ich in die Mitte ganken, wenn ich schon in der Mitte bin? Du hast Zop vergessen? Echt, welchen denn? Hab ich den Zop vergessen? Das war dann aber gerade auch in dem... Oh, Ultimate Drop. Habe ich gerade echt gar nicht mitbekommen. Das war wahrscheinlich, weil es gerade komplett on fire war, die Aktion. Danke dir, Rob. 35 auch noch. Na, gerade hatte wer... Nicky King hatte für 35 Monate. Na, vielen Dank dir. Ja, der Ultimate Robbie Williams. Der gute Herr Kaunitz. Ich glaube, ich bin tot. Ja, schönes Design. Aber wir leben. Vielen Dank dir, Robbie Williams. Oh, wir haben jetzt wieder Dark Harvest, Leute. Wenn wir jetzt einen Speer treffen, dann stirbt zwar keiner, aber dann machen wir auf jeden Fall Schaden. Frage ist, einen Speer zu treffen ist halt sauschwer. Also in der Mitte, so. Das ist schon, das ist wirklich schwer, legit. Hier ist noch eine Seele. Ich könnte natürlich auch einfach Auto-Attack machen. Auto-Attack, zack. Na, 130 Damage. Alter. Vielen Dank auch nochmal Magic Johnson. Johannes! Danke dir. Da hat sie ja. Jetzt wäre ich fast in das Ding reingesprungen. Dann gehen wir wieder Botlane. Ne? Midlane ist eh langweilig. Richtig, richtig langweilig. Botlane, da geht einiges. Da sehe ich mich. Yeah, yeah! Ah, Mann! Coconut-Wurf. Ist da unten noch irgendwas oder ist hier vorbei? Spring, 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 flieg, flieg, spring! Ja, tot! Spring des Feuers! Spring des Feuers! Die neue Attacke, Spring des Feuers. Schon sehr bald erhältlich. Und dann steht da einfach hier, Spring des Feuers. Sehr gut. Ist hier das Coconut-Lied jetzt ein Meme? Also, naja, was heißt ein Meme? Ja, vielleicht wird es irgendwann ein Meme. Das ist auf Spanien-Urlaub. Da ist hier über den Strand immer so eine Frau gelaufen. Mit so einer Schiebkarre voll Gemüse und Obst. Und so. Also Gemüse jetzt nicht, sondern Obst. Und dann ist die einmal rumgelaufen und dann hat die mal gesagt: Banane, 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 Coco! Melone, 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 Wassereis! Ich weiß es nicht. Dann konntest du über den ganzen Strand immer hören. Das hat sich so immer so wie so langsam an, wie so ein Loading-Bildschirm. Banana, 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 Banana. Hier. No, 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 no. Wassereis am Strand. Das Beste, wo gibt. So, der kommt jetzt hier nach unten. Wir müssen schön weit stehen, wenn der Speer da rein frifft in sein Gesicht. Das ist der Falsche.
Wo ist Twitch? Ich bin Jäger. Jäger der verlassenen Welten. Ein Cojones! Das Ding ist, meine Dark Harvest Stacks halten halt nur unglaublich kurz. Das ist das Problem. Das ist tatsächlich ein Problem. Schön. Ich glaube, ich brauche einen Mejais. Sperren dein Gesicht. Ich kann nochmal heilen. Hier, für dich. Ich bin ja nicht so, ne? Ich heile meine Mates, wenn sie im Bedouille sind. Magst du Flip-Eyes? Keine Ahnung, was das sein soll. Stand doch! Bro, wieso stand er nicht? Dafür musst du sterben. Wieso werd ich gekillt? Hä? Wieso stunst du nicht? Einmal mit kompetitiven Leuten spielen hier. So, wir gehen jetzt direkt Rabadoniens. Eine Katze ist dafür gemacht, die Ratte zu erjagen. Profit. Hardcounter. Ne? Leute, joint mein Discord. Also ein Discord in mein Thread. Ne? Joint meinen Discord. Wer jetzt nicht mein Discord joint, der, boah, nie wieder Urlaub, nie wieder. Und wenn, dann werdet ihr da zum Hotel kommen. So, ihr kommt, steigt aus dem Flieger, so, geht dann zum Hotel. Ihr geht dahin, weil euer Taxi nicht kommt oder sagt, ihr wollt gerade einsteigen. Dann sagt ihr so, du? Nee, later. Und dann geht ihr zum Hotel, ihr geht dahin und dann ist es eine reine Baustelle, komplett. Na? Wenn ihr das wollt, ist es okay. Gar kein Problem. Ist in Ordnung. Will da echt nicht so sein. Aber. Ja, wir können mal die. Auch mit der habe ich auf jeden Fall noch. Open a Bill. To have a Bill open. Dafür, dass hier Atrox am Surfen ist, ist der gar nicht mal so ein Feuer hier. Was ist denn da los? Tynex. Stack, 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 stack. Ich möchte diesen Stack. Meine Kanone. Meine Minions. So. Wie viel haben wir denn? 106. Wir brauchen 150. Dann können wir nämlich immer mit Dark Harvest snipern. Da sehe ich mich komplett. Dann baust du AP, bau AD. Hä, was für AD? Also ja gut, immerhin der Autodeck kann ich wissen, das stimmt. Aber das knallt ja auch nicht so, ne? Nein, 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 ich finde das gar nicht gut. Der kommt bestimmt noch. Geh weg. Ey, was ist denn hier los? Was haben die alle gegen mich? What you have to do with do against me having in the morning? Immer am Ende oder am Anfang? Ich hatte heute Morgen geswappt, aber konnte es nicht anzeigen. What? Dann muss ich mal gucken, vielleicht kann ich das nachher in dem System mal nachschauen. So, wir haben auch immer noch das Feenamulett aus Konohagakure. Ne? Das Amulett hinter dem versteckten Mana. Englischmeister, ja. So, let's go. Ja, wenn wir Rabadons haben, ist over. Wir brauchen aber noch Dark Harvest Stacks. Schnell. Sehr schnell. Hier gibt eine Kanone 4 und ein Champion 6, glaube ich, ne? Monster 2. Hier für dich. Ich treffe halt einfach keine Speere. Wir können mal ein paar Traps landen. Eine Seele, eine Seele, eine Seele, eine Seele. Coconut. Norbert TV. Hallo. Nein, 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 nein. Alter. Langsam. I'm full. Vielen Dank dir, Norbert. Norbert hieß übrigens mein Physiklehrer damals. Der hatte immer Gedichte geschrieben. Der hat dann immer so sein kleines... Der hatte aber auch immer das Verdummungsbuch dabei. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Der hatte immer so ein kleines Buch dabei, wo der da seine ganzen Namen und Noten drin hatte. So ein mini-kleines Buch. Ja, nein. Dann ist er immer am Anfang der Physikstunde. So, wer kann denn heute mal vortragen, was wir in der letzten Stunde gemacht... Ich hatte nie Ahnung von Physik. Und alle hatten nie Ahnung. Der hat auch immer die übelsten so... Ne, so, ja, wie funktioniert die Querquantronenphysik der Atomspaltung? So, ne? Und, ja, dann alle so am Schwitzen schon komplett, so, ne? Boah, bitte nicht mich, bitte nicht mich, bitte nicht mich. Dann weiterblättern und dann machen.
Tobias! Und dann so, alle anderen so, und ich, RIP. Na, das Fach hieß nicht Physik, sondern eher Kernspaltung. Also, wobei das ja eigentlich dazu gehört, aber... Das war GG. Ja, wir haben seit Ewigkeiten kein Geld mehr bekommen, deswegen gehen wir jetzt mal Botlane farmen. Atomspaltung ist Chemie, deswegen sage ich auch Kernspaltung. Ich glaube, das hat aber auch was mit Physik zu tun. Ich glaube, die sind sich da sehr nah beisammen. Kann man das sagen? Weiß ich nicht. Ich sag das einfach. Kernrollenspaltung. So, wir haben jetzt einen zweiten großen, gewaltigen, riesigen Stab. Vielleicht sollte ich mal einen an Foxel abgeben. Ich lebe. Ist immerhin schon mal was. Ich weiß nicht was, aber die haben es übel krass auf mich abgesehen. Übel krass. Vor allem der Rattenmann. Ich glaube, der ist richtig mad. To be mad. Danke auch an Quasi. War schon länger, habe ich dich einfach nur verpasst. Ich war in Hogwarts. Meine Zauberfertigkeiten verbessern. Danke dir. Vielen Dank. Schön, dass du welcome bist. Ich mag meine 5 cm. Nee, so, darauf kommt es ja nicht an, ne? Kommt nur drauf an, wie gewaltig er ist. Nein, Quatsch. Alles gut. So. Wir brauchen unbedingt Rabadonians. Und noch 30 Stacks. Sonst läuft mir der Mist immer zu schnell aus. Mein Team stirbt gerade, das ist gut. Aber doch nicht, scheiße. Geld. 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 Kanone. Das Problem ist, dass ich immer warten muss, bis meine eigene Kanone stirbt. Und dies, also ich muss da jetzt quasi hinterherrollen, wie so ein Chauffeur, bis die irgendwie mal kaputt geht hier. Lieber gehen wir zur Toplane, da ist Action, da sehe ich mich. Vor allem mit Vega habe ich noch ein Speerchen öffnen. $800! One-Shot! Broken! Meine Mutter würde mich verkaufen für diesen Kill. GG. Lass mich rüber. Einfach weggesolot. Wir haben immer noch eine Seele, Leute. Leider machen wir am Krokodok nicht so viel Damage. Jetzt. Wo ging der hin? Was war das für ein Speer? Okay, dann gehen wir jetzt einfach so rein. Was? Die lebt? Okay. Oh Mann, so eine Scheiße aber auch, Alter. Ich will doch mit den Speeren Damage machen. Ihr seid richtig kacke, Leute. Ich geh jetzt weg. Wir machen mal ein Brabadooms fertig. Na, dann haben wir auch ordentlich AP. Ordentlich AP. Na, also es geht, aber... Also es ist für die Zeit, für zweit, und es ist okay. So, wir haben 500. Bei Minute 23, das ist absolut fair. So, ich hoffe, das ist noch nicht vorbei. Ich will noch einmal einen Dark Harvest. Wir haben 130.000 Stacks. Wir haben jetzt 1 Million Sekunden auf Dark Harvest. Helene Fischer. So sieht's aus. Hallo, Felenity. Willinity mit dem Tomatenstrauch. Ein Speer auf Twitch. Da sehe ich mich. Wer ist mein Domate? Leatrox. Leatrox, aber wir werden beide von Kindred gecarried. So. Nein, 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 ne. War gut, war okay, kann man mitleben. Na, jetzt noch so ein Ding. Hä, wieso ist denn mein Dark Harvest noch da? Habe ich noch eine Seele gerade eingesammelt? Oder kann sein. Whew! Ah. Ich muss mich hier in der Ecke verstecken. Ich bin quasi der Speer. Da kommt er. Oder? Oder nicht? Hier, für dich. Wir warten einfach. Hier, ihr Speer. Bro, Alter, der hat übel was gegen mich. Aber richtig übel. Geh mal weg, Mr. Rat. Hier ist aber auch irgendwo Vision. RIP. Einfach RIP. Einfach RIP. Ich tue so, als würde ich weggehen. Und dann kommt der Speer. Ey, die kann man nicht treffen. Geht legit nicht. Geh weg. Nein, 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 nein. Du! Ja! Schön. Wir machen jetzt den Flash und Speerwurf. Flash und Speerwurf. Flash und Speerwurf mit 888 Damage. Rattenwurf. Okay. Rattenwurf.
2. Rattenwurf 3. Alle guten Dinge sind 12. Rattenwurf 4. Ich meine, er ist eine große Ratte, wenn man so möchte. Und ich tank die Tower Aggro, während er ihn unsterblich macht. Schön. Naja. Rattenwurf 70. Damals war alles besser, Leute. Der Speer war riesig. Den konnte man gar nicht verfehlen. Der war gewaltig. Der war wirklich gewaltig. 1000 Schaden mit der Q. Das ist aber auch ein bisschen broken, oder? Ein bisschen broken. 1000 Schaden und 920.000 mit der Q. Ich habe leider kein Mana mehr. Bitte. Ah, natürlich sterbe ich vorher noch. War eine schöne Runde, hat mir gefallen, war okay. Du brauchst Träne, ja? Der Schwer war gewaltig, Leute. Es war okay. Ich hätte gerne noch ein bisschen länger gehabt mit einem Voidi. Ein Voidini hätte ich noch gerne gehabt, aber es war okay. Sehr you can live with. Schön.